Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Testen wieder von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt es mal wieder den Wochenreset, was alles neu ist und was aktiv ist. Wir fangen an mit der Dämmerung. Hier hätten wir aktiv episch, Feinde sind gut gepanzert, hochaggressiv und erscheinen in großer Anzahl. Dann leere Entflammen, leere Schaden aus Belebungquellen ist deutlich erhöht. Prügler, Schaden durch Hüter-Nahkampf ist deutlich erhöht. Geerdet, Spieler nehmen mehr Schaden, während sie sich in der Luft befinden. Und Panzerschiff, mehr Feinde tragen Schilde. Aktiv wären die Schildbrüder, die müsste man töten in der Dämmerung. Dann kämen wir noch zu der Vorhut und da hätten wir folgende Modifikatoren aktiv. Heroisch, Feinde erscheinen in größerer Anzahl und sind aggressiver. Dann Spezialist, Spezialwaffenschaden wird begünstigt. Jongleur, keine Munitionslieferung für deine ausgerüstete Waffe. Und luftgestützt, Spieler verursachen mehr Schaden, wenn sie sich in der Luft befinden. Dann für alle, die gerne noch die Arena spielen, auf dem Riff hätten wir bei der Arena folgendes aktiv: Luftgestützt, Berserker und präziser Kill-Bonus. Damit könnte man in der Arena punkten. Dann bei den Raids wäre diese Woche Axis als Raid aktiv, also Zorn der Maschinen. Das wäre der Raid auf der Erde hier, der wäre mit der Challenge aktiv. Aktiv wäre bei der Challenge Wosig als Herausforderung und auch Axis als Herausforderung. Wenn sich da soweit nichts geändert hat, dann in der Infokarte gibt es zwei Videos dazu, wie man die zwei töten kann. Dann, weil sich das viele noch gewünscht haben in der Community, bei Crota kann man ja eine Exokiste solo holen und die Exokiste, die man bei Crota solo holen könnte, die wäre bei der fünften Lampe und zwar das, was jetzt hier rot eingekreist ist, das wäre die Truhe, die in dieser Woche aktiv ist bei Crota. Wer nicht weiß, wie man an diese Exokiste rankommt, in der Infokarte blende ich sonst nochmal ein Video ein. Ich blende zusätzlich auch noch ein Video ein, wie man bei Atheon auch noch an eine exotische Kiste beziehungsweise eine potenziell exotische Kiste rankommen kann, auch das Ganze solo. Bedeutet also im Klartext, man kann pro Woche mit 3 Chars 6 potenzielle Exokisten holen, wenn man die beiden Videos anguckt und weiß, wo man hin muss. Bei dem lieben Giro hätten wir diese Woche Du schockst mich, wir müssen wir Gefallene besiegen mit Arcus-Schaden, dann Anti-Splicer, hier müssen wir auf Patrouillemission in den Verseuchten landen, einfach Patrouillemission abschließen, dann Schweber, schließe Begegnung mit Schwebern in der Archenschmiede ab und Sevitoren, genau das gleiche in der Archenschmiede, einfach mit Sevitoren. Rüstungstechnisch hätten wir hier keinen 100% Gegenstand, 100% Klassengegenstände übrigens haben einen Wert von 35 und 35 maximal. Gibt hier also keinen, der dabei ist. Bei der lieben Kryptarchin hätten wir leider auch keinen Tier 12 Gegenstand, also nichts, was hier mit den maximalen Werten zustande kommt. Trotzdem erzähle ich kurz, wer was drauf hat. Joll das Andenken, hier haben wir, dass die Sprint-Abklingzeit verschwindet, das heißt wir haben keinen Malus mehr, sondern können durchgehend sprinten. Dann hätten wir Similars Andenken, resistent gegen Schaden über Zeitangriffe im Schmelztiegel ist erheblich erhöht, das ist eigentlich auch nicht schlecht im PvP. Und Timurs Andenken, hier haben wir die Möglichkeit mit Nahkampfangriffen schwächere Lakaien der Dunkelheit dazu zu verführen, in Anführungszeichen, dass sie für eine Zeit für uns kämpfen. Klappt übrigens auch bei Ogre, die rot sind, also keine Majors, sondern einfach roter Ogre, die kann man auch übernehmen. Ziemlich spannend eigentlich. Dann kämen wir noch zu Zavala, er hat wahrscheinlich wie immer die gleichen Beutezüge dabei. Strike Elite, verdiene Medaillen mit dem Titel Goldstufe, Silberstufe oder Bronzestufe erreicht für einen legendären Gegenstand und legendäre Marken. Dann hier Sonnenaufgang, verdiene eine Goldstufe, erreicht Medaille in der Dämmerung, bevor die Zeit abläuft. Hier ist wichtig, aus diesem Gegenstand kann man die Icebreaker rauskriegen, also aus diesem Beutezug hat er da die Möglichkeit, die zu kriegen. Und einfach perfekt, schließe Sivakrise-Strikes ab, ohne dass Mitglieder deines Einsatztrupps sterben, um Makellos-Medaille zu erhalten. Bei dem lieben Shax hätten wir dieses Mal aktiv Konfliktmatches abschließen, um den Shax-Beutezug zu meistern. Hier müssen wir verschiedene, naja, Punkte in Konfliktmatches abschließen und ein Spiel namens Rift. Hier müssen wir Rift-Spiele machen und verschiedene Punkte beim Rift abschließen für den zweiten Shax-Beutezug. Zudem gibt es jetzt immer noch den zweiten Händler von dem Schmelztiegel und hier hätten wir verschiedene Sachen aktiv. Wir müssten mit Automatikgewehren Feinde töten, hier mit Scout-Gewehren, also je 50 Leute, ne? Dann haben wir Schrotflintenkills 25,
Pistolenkills 25 und zu guter Letzt mit schweren Waffen 15 Leute, um hier die legendären, naja, Waffen rauszukriegen. Interessant ist hier, man kann hier auch ältere Waffen rauskriegen, also auch aus dem Eisenbanner. Vor diesem Eisenbanner, beispielsweise die Eisenkranz, ist hier auch eine Drop-Möglichkeit aus diesen Beutezügen. Gut, dann war es das auch schon von dem Wochen-Reset-Video. Wenn ihr übrigens unbedingt noch ein, ja, wie soll ich es nennen, Waffen-Review, Waffen-Händler-Review haben wollt, also wo ich die Händler unter die Lupe nehme, weil am Mittwoch gibt es ja immer den Wechsel mit den Rüstungen, dann werde ich das machen. Schreibt es mal in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid, dass das gefragt ist. Dann werde ich da nämlich die ganzen Rüstungen unter die Lupe nehmen, ob das 100% Gegenstände sind und die ganzen Waffen, ob die auch nützlich sind an verschiedenen Punkten. Wenn das gewünscht ist, schreibt es bitte in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß, dass die Nachfrage groß ist, dann werde ich das umsetzen. Und wenn ihr noch weitere Anregungen habt für das Wochen-Reset-Video, dann schreibt das auch sehr, sehr gerne in die Kommentare rein. Gut, lasst noch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.